Dem Hai gefällt das aber gar nicht. Hallo meine Mäuse, es geht hier direkt weiter. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gehypt. Ich fand damals das Kind super gruselig. Ich gehe jetzt einfach mal in diese Türe rein. Also, es war zumindest auf der PlayStation 1 echt sehr unheimlich. Man hat nichts erkannt. Das ist der Aquaring, von dem eben im Bericht geschrieben wurde. Haie, ich hasse Haie. Also ich in Natur finde ich Haie echt schön, finde ich super schöne Tiere, aber es ist einfach, ich hab tierisch Angst vor denen. Ich weiß, dass Haie nicht gefährlich sind. Das heißt gefährlich, natürlich, die können ich fressen, aber es sind nicht unbedingt die größte Gefahr auf Erden. Und ihr seht unten, ist gerade vorbeigeschwommen, ein Riesenhai. Es ist wirklich ein Riesenhai. Größer als der Sharknado-Wirbel. Oh, da ist er. Ja, größer als der Sharknado-Wirbelsturm, also das ist wirklich ein Mistvieh. Hier gehe ich auch direkt mal in den Kontrollraum. Ich brauche diesen Schlüssel nicht mehr und möchte ihn deswegen ablegen. Ich glaube, dieser Raum ist auch neu. Ich glaube, in dem Originalen war er auch nicht da. Ich wollte irgendwas noch gesagt haben zu den Haien oder... Ach genau, hier, Richard Eiken, hier der arme Johannes, der von den... von der Schlange gefressen wurde. Ich glaube mit Chris, also es kann auf jeden Fall passieren, dass er hier erst von den Haien gefressen wird. Ich behaupte es mal einfach, was passiert mit Chris. Ich habe nämlich das letzte Mal mit Chris ausgespielt, das hatte ich noch in Erinnerung. Jetzt sind wir hier auf Augenhöhe mit den Haien. Oh, meine Energie ist auch nicht gerade die beste. Aber vielleicht haben wir hier Glück. Immer zum Rauchen. Ja, zwei grüne Kräuter, das ist besser als nichts. Wir müssen jetzt hier alles verriegeln. Eine Fehlermeldung wurde angezeigt. Beim Ablassen des Wassers muss etwas schiefgegangen sein. Da ist ein Schalter zum Ablassen des Wassers. Drücken? Nein. Weil hier ist, glaube ich, irgendwo ein Schreiben, bevor ich jetzt hier willkürlich auf Knöpfe drücke, was ich im echten Leben machen würde. Guck ich erstmal, dass ich das Schreiben irgendwo hier finde. Vorsicht, falls der Öldruck fällt, Ventil 3 öffnen. Achso, weiter geht's gar nicht. Weil da ist nämlich irgendeine Skizze an der Wand. Da ist eine Karte von Aquaring. Ich glaube, die hatte ich noch nie. Ne, die hatte ich echt noch nie. Aha, interessant. Sie haben die Karte von Aquaring. Ich möchte mal eben ganz kurz gucken. Das ist aber auch wieder nur rein Interesse, wie viele Schreiben ich denn inzwischen habe. Ja, okay. Also ein Abschnitt kommt noch. Habt ihr ja gerade gesehen, da ist noch Platz frei. Gut, wir haben keine andere Wahl. Wir drücken einfach mal wild auf die Knöpfe rum. Eine Druckkammer. Eine Fehlermeldung wird angezeigt beim Ablassen des Wassers. Das muss schiefgegangen sein. Da ist ein Schalter. Blabli, bloppi. Ja. Dem Hai gefällt das aber gar nicht. So, wenn das Ding oben bei 100 ist, dürfte klar sein, habe ich den Hai auch wirklich auf Augenkontakt. Da ist ein Steuerungshebel für die Druckkammer. Er lässt sich erst verstellen, wenn Sicherheitsmechanismus gelöst ist. Fehler ablassen kann nicht fortgesetzt werden. Aber wir lassen uns Zeit, Die Druckkammer ist verschlossen. Sicherheitsmechanismus lösen, ja. Der Sicherheitsmechanismus für die Druckkammer wurde gelöst. Und die Druckkammer war jetzt, glaube ich, das hier. Ja, den Hebel legen wir um. Oh, wir sind schon mal 30%. Natürlich. Öldruckabfall. Kammerbetrieb abgebrochen. Stellen Sie den Öldruck wieder her und lösen Sie den Sicherheitsmechanismus. Also zuerst den Öldruck. Ich glaube nicht, dass das hier der Öldruck war. Nein. Nein, das war nicht der Öldruck. Der Öldruck wurde mir, glaube ich, eben kurz gezeigt. Genau. Diese Schalter steuern die Öldruckregler, welche Schalter drücken? Ach du Scheiße. Ich glaube 3 stand da eben. Ich hoffe. Ja, grün ist gut. Grün ist immer gut. Jetzt Sicherheitsmechanismus. Und
Der Öldruck oder was das war. Irgendwas umlegen. Wie gesagt, ich würde in echt auch nur wild auf Knöpfen drücken. Ah, das sieht gut aus. Aber irgendwas sirrt hier immer noch. Der Sicherheitsmechanismus wurde gelöst. Drücken, ja. So. Jetzt beten wir nur, dass diese Mistviecher trotz Mutationen immer noch Wasser brauchen zum Überleben, sonst haben wir ein echtes Arschproblem. Von oben bin ich gekommen. Ich nehme jetzt mal diesen Weg hier raus. Boah, ich hab's früher so gehasst, ey. Jetzt schon mal, wir sind so ein bisschen schwummerig, wenn ich dran denke. Hier tropft alles, das sieht schon mal sehr gut aus. Und hier weiß ich noch ganz genau, hier ist irgendwo, ja. Ja, Dynamit ist doch weich und nutzlos, aber das meine ich nicht. Ne, das meine ich eigentlich auch nicht, aber Granaten natürlich auch nicht schlecht. Ich habe hier irgendwo Magnum-Patronen in Erinnerung, also so ein Schnelllader. Oder ist jetzt auch mit Chris hier, also hier mit Chris auch ganz andere Munition ist. Ne, also ich bin mir eigentlich sicher, hier war damals Magnum-Munition, weil hier gibt's, also ich kann mich an zwei Stellen erinnern, wo ich die Munition gefunden habe. Also das ist wirklich super, die Magnum. Aber das war anscheinend entweder mit Chris oder es war doch nicht hier. Das ist natürlich uncool. Das ist sehr uncool. Aber nichts ändern. Ah, Magnum-Munition! Ja. Oh, es ist kein, also es ist ein Schnelllader, aber es ist halt einfach nur die Magnum-Munition. Hinten war noch eine Türe. Was sagt denn die Karte? Da habe ich doch meine Karte, da kann ich es auch nutzen. Gut. Ich gehe einfach mal nachgucken. Aber ich meine, da war nichts. Ich hätte gesagt, dass die Magnum-Munition, aber die habe ich jetzt endlich gefunden. Also endlich, nach jahrelanger Sucherei. Was mag dahinter sein? Weil die Leiter hinten, die mussten wir, glaube ich, hoch. Ne, hier mussten wir raus. So, dann ist die Frage, was ist denn. Ja, also sie leben noch, aber ich. Ich lasse jetzt einfach liegen. Tierquälerei hin, die Tierquälerei her, das ist natürlich ein sehr sensibles Thema. Es tut mir auch sehr leid, aber es ist ein Videospiel, ich möchte gerne meine Munition sparen. Solange das Vieh hier regungslos liegt, ist alles in Ordnung. Aber es bleibt natürlich regungslos. Irgendwie habe ich Bock auf einen Fischburger. Man nehme einen riesengroßen 10 Meter großen Hai, irgendein altes Computerding, was man nicht mehr braucht, und ein wenig Strom. Man warte, bis der Hai nach 5 Minuten krossbraun auf der Seite liegt und fertig ist der Fischburger. Das Klügste, was man machen kann bei elektrischem, also bei Wasser mit Strom, einfach reinspringen. Also ich hätte echt irgendwie, weiß ich, einen Stock reingeschmissen, irgendwas. Der Residenzschlüssel. Oh, da zum Glück hatte ich noch Platz im Inventar. Da steht schon die Galerie drauf, das kann ich schon lesen. Das Wort Galerie ist eingraviert. Ich weiß auch direkt, wo die Galerie ist. Das ist ganz gut. Da sind wir nämlich eben dran vorbeigelaufen. Das ist da, wo die Rennfahrer. Ich hab mich wieder erschrocken, wo die Rennfahrer. Westen rumfliegen, da ist halt auch direkt die Galerie. Damit hätten wir den, ich nenne es mal, Hai-Abschnitt hinter uns gebracht. Ja, wir hatten ein paar sehr schöne Momente. Ich weiß noch damals, ach, was haben wir gelacht, als war die Haie, also als ich den, die Haie da das alles abgesichert habe. Das ist schon lange her. Ich glaube,
Ich weiß, wo ich jetzt rauskomme. Ich muss jetzt gerade ein bisschen überlegen, wo ich jetzt rauskomme. Ja, klar. Hier habe ich eben die Kisten reingeschoben. Und das war die Türe, wo ich angefangen habe, von Silent Hill zu quatschen. Ja. Also wird dann direkt ganz warm ums Herz, wenn man Mitarbeiter von so einer Riesenfirma ist und dann überlegt, dass die einem ein Zimmer zur Verfügung, was weiß ich, schwieriger wird, dass die einem ein Zimmer zur Verfügung stellen. Und das dann einfach hinter so einem Kleiderschrank von 20 Meter high haust. Hey, ich meine, klar, es ist cool. So, jetzt brauche ich leider gleich ein bisschen Platz im Inventar. Ich merke auch gerade, na, ich dachte schon, die sind weg. Ich brauche den Schlüssel nicht mehr. Ich brauche aber allerdings ein bisschen Platz im Inventar. Ich gehe aber trotzdem mal ganz kurz hier rein. Nur ein bisschen gucken, ob ich die Lage checken kann. Jetzt habe ich 10 Mal nach den Billardkugeln geguckt. Die brauche ich nämlich jetzt hier. Ach Gott, die brauchen ja 2 Schüsse. Ach du Scheiße. Pistolenmagazin mitnehmen, natürlich. Aber eine Sache können wir eben machen, und zwar mich Vergift heilen. Scheiße. Scheißdreck. Hier ist eine schmerzverzerrte Leiche. Eine Leiche mit einem schmerzverzerrten Gesicht. Ich hab's doch gerade noch gesagt. Die hält etwas fest. Insektenspray, das nehmen wir eben mit. Weil die Dinger gehen mir doch ein bisschen auf den Sack. Das rote Büchlein habe ich auch im Inventar, das ist auch nicht verkehrt. Ich habe nämlich jetzt die Wahl, ob ich jetzt zu einem Endgegner gehe und mich kaputt schlagen lasse. Also ich könnte ihn besiegen oder ich könnte mir den Gegner ein bisschen leichter machen. Ich mache mir dann Ashlak ein bisschen leichter. Stecken unser Insektenspray, was unten einen Hoden hat, in das Glory Hole und ja, spritzen ab. Tschüss, meine Mäuse. Schlaf gut. Oh, die gehen mir hier ein bisschen auf den Sack, die Cinderella-Tänzer. Also die hätte ich doch besser in Ruhe gelassen. Aber hier sind sie jetzt alle tot, das ist schon mal ganz gut, weil hier sind sie ja gerade wirklich wie die Geistkranken rumgeflogen. Und, ist das ein blaues Kraut? Ich sehe nur irgendwas Krautmäßiges, ein rotes. Ich lasse es erstmal liegen. Ich weiß jetzt nicht, ob da hinten noch irgendwas Brauchbares ist. Ja, super. Hätte ich jetzt das Kraut mitgenommen, hätte ich ein Problem gehabt. Das Rote kann ich ja nicht so verwenden. Es ist ja nur 3 Schlüssel. Okay. Sieht aus, wenn er sich irgendwie am Kragen festhält. Was er sich wohl gedacht hat. Dann gehen wir eben in den 003 Schlüssel. Den Schlüssel brauche ich natürlich nicht mehr. Sehr klar bei dem 003 Schlüssel, wenn es nur einen 003 Raum gibt. Auch wieder eine Türe, die man umpusten könnte. Ich muss ein bisschen auf meine Energie achten, weil das Gift zieht mir kontinuierlich Energie ab und ich möchte nicht auf 0 sinken. Ein Farbband, das ist schon mal ganz nett. Blaues Kraut wäre im Echtler gerade lieber. Motten. Dichte Bäume versperren ihnen die Sicht. Ah, jetzt liegen die nicht. Hier ist übrigens direkt eine Speichermaschine, das ist gar nicht mal so schlecht. Das Regal steht voller roter Bücher. Ein weißes Buch steht dazwischen. Mitnehmen, ja. Ah, gut, ich dachte, das wäre ein Item. Laborexperiment in organischer Chemie. Die Anlässe ist die Ähnlichkeit in den Zelleneigenschaften der schnellen wachsenden Pflanzen, die mit dem Tyrannenvirus infiziert worden sind, bereits an anderer Stelle dokumentiert. Tyrannenvirus dürfte klar sein, ist das T-Virus. Bei der Wiederholung dieser Experimente ergab sich jedoch ein interessanter neuer Aspekt. Wir konnten belegen, dass eine Chemikalie der UMB-Gruppe UMB Nummer 20 einen Stoff enthält, der für die Zellen der Pflanze giftig ist. Wir haben UMB Nummer 20 einen neuen Namen gegeben, V-Jolt oder V-Jolt, wie auch immer. Unsere Berechnungen zufolge sollte die Anwendung von V-Jolt direkt auf die Wurzeln der Pflanze in 5 Sekunden zu deren völligen Absterben führen. V-Jolt lässt sich durch die Mischung der Chemikalien VP und UMB in einem bestimmten Verhältnis herstellen. Der Umgang mit dem UMB-Chemikalien erfordert jedoch Vorsichtsmaßnahmen. Bei unsachgemäßigen Vorgängen kann Giftgas freigesetzt werden.
Die Merkmale der einzelnen UMB-Chemikalien sind wie folgt: 3 rot, gelb, 6 gelb, 7 grün, 10 orange, 17 blau und das Hauptextrakt ist dunkelbraun. Das merken wir uns auch direkt mal. Ich stecke mal eben das Buch hier rein. Die Einbände der Bücher scheinen eine Art Muster zu bilden. Die beiden Bücher vertauschen? Ja. Tausche ich mal das hiermit aus. Die beiden Bücher vertauschen? Ja. Das tausche ich hiermit aus. Und an alle, die noch keine Reaktion bekommen haben, es ist eine nackte Frau, die sich streckt. Ich schaue mal trotzdem eben ins Badezimmer. Vielleicht wartet ja ein blaues Kraut da auf mich. Vielleicht wartet da irgendjemand drauf, der mir den Kopfstoß gibt, aber die Chance auf ein blaues Kraut ist da. Voller Schmutzwasser stöpselt sie ihn, ja. Da ist etwas in der Badewanne. Ein blaues Kraut? Ein nasses blaues Kraut? Ein Dolch. Ja, immerhin. Was sind hier sonst noch? Nee. Der Hahn am Waschbecken funktioniert anscheinend nicht. Er funktioniert nicht. Er funktioniert einfach nicht. Boah, ich bin immer noch erkältet. Das kann fast nicht sein. Aber wir haben in diesem Part viel über Heil gelernt, über Pflanzen. Ausnahmsweise mal nichts über Barry. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde noch eben speichern. Im letzten Part habe ich ja nicht gespeichert. Ich wollte schon sagen, erinnert mich am nächsten Part daran, dass ich mir ein blaues Kraut hole, aber ich werde jetzt sowieso erstmal zur Truhe laufen, weil ich ein bisschen umdisponieren muss. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich mega freuen, wenn ihr beim nächsten Part auch wieder dabei seid. Wir sehen uns.